Zum 14. Mal hat die diesjährige Altersausfahrt stattgefunden. Drei Gar- und ca. 40 Privatauto haben die 275 Gäste aufgenommen. Die Fahrt ist in eine Gegend gegangen, die viele noch nicht recht kennen oder wo sie während dem Aktivdienst kennengelernt haben. Die Autobahn, die Stadt Bruck und die Strasse über den Bözberg ist sicher allen vertraut. Wo man aber zu Eiken ab der Hauptstrasse gekommen ist und über die Jurahöhe durch Dörfer wie Schubfahrt, Wegstätten, Hemmiken, hat es doch viel zu entdecken gegeben. Das Ziel ist, nachdem man Sissach, Liestu durchfahren hat, das Frankendorf der wilde Mann war.
Es gehört auch dazu, dass wir an einem Altersausflug schauen, welches als die älteste Frau, welches als der älteste Mann ist. Jetzt darf ich euch bitten, gut aufzupassen, vor allem ein bisschen die Älteren, dass niemand es verpasst. Hat jemand Jahrgang 1980? Natürlich, 1880. Also ich habe nur ein halbes Glas Wein gehabt, ich kann das sagen, das ist nicht jemand wegen dem. Gell, Sie, Herr Orisberger? Ja, ja. 1880. Bei den Frauen ist also Frau Laurent die älteste, bei den Männern der Herr Lanz. Wir sind heute zum 14. Mal unterwegs. Es ist die 14. Altersausfahrt, die ich jetzt organisieren durfte. Und es hat eine ganze Reihe unter euch, die wahrscheinlich alle 14 Mal dabei gewesen sind. Aber es hat wahrscheinlich auch unter den Chauffeuren sättige, wo praktisch alle 14 Mal dabei gewesen sind. Und nicht nur denen, sondern auch den anderen 37 Chauffeuren, die heute mit ihrem Privatwagen gekommen sind, möchte ich ganz herzlich danken, dass sie wieder mitgemacht haben und uns wieder geholfen haben, dass wir die Altersausfahrt haben können durchführen. Danke vielmals. Ich bin vorher gefragt worden von verschiedenen, wie manches, dass wir jetzt auch sagen. Wir sind etwa 275 jetzt hier beim Zvieri. 275. Ich schon am Danken bin, möchte ich auch noch der Fräulein Dückermann danken, die mir geholfen hat, die Fahrt zu organisieren. Ich möchte ganz herzlich auch unserem Küchenchef, Herrn Meier, danken, dem Wirt vom Wildemann, der so etwas Gutes zu Vieri gekocht hat. Und möchte dem Personal herzlich danken,
die uns jetzt hier bedient hat und geschaut hat, dass wir das Essen bekommen.